Liebe Geschwister im Islam, der Prophet alaihi salat wa salam pflegte in der Freitagspredigt zu sagen: Wa sharrul umuri wa inna sharrul umuri muhtathatuha wa kullu muhtathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Und wahrlich, das Übelste der Dinge sind die Erneuerungen, Erfindungen, denn jede Erfindung ist eine Bid'a, also eine Erneuerung. Und jede Erneuerung ist eine Irreführung und jede Irreführung führt ins Höllenfeuer. Das pflegte er in der Freitagspredigt regelmäßig zu sagen. Und wir wissen, dass das Freitagsgebet für den muslimischen Mann, der frei ist, eine Pflicht ist. Es sei denn, die Moschee ist viel zu weit für ihn entfernt, beispielsweise. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Regeln in den Fiqh-Büchern, da brauchen wir jetzt nicht drauf einzugehen. Aber wir wissen, dass das Freitagsgebet eine besondere Stellung bei den Muslimen hat. إِذِ نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسَّوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Wenn zum Gebet vom Freitag gerufen wird, eilt zum Gedenken Allahs subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Prophet alaihi salatu wasalam, in fast jeder Woche wurden die Sahaba genau mit diesen Worten am Anfang des Freitagsgebetes ermahnt. Warum? Weil das eine wichtige Angelegenheit für uns ist. Es ist unmöglich, dass der Prophet alaihi salatu wasalam, diese Ermahnung und diese Warnung, ist nicht nur eine Ermahnung, das ist auch eine Warnung. Denn wenn wir hören, jede Erfindung ist eine Erneuerung, jede Erneuerung ist eine Irreführung, jede Irreführung führt ins Höllenfeuer, das ist logischerweise eine Warnung für uns. Wenn der Prophet alaihi salam so eine Warnung regelmäßig ausspricht, was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, dass wir wirklich auf der Hut sein müssen. Und nicht nur das, sondern er hat noch viele andere Hadithe gesagt, wo er das erwähnt hat. Beziehungsweise, wo er erwähnt hat, dass wir uns vor Erneuerung in der Religion hüten müssen. So sagte er beispielsweise: Man ahtatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rat. Wer in dieser unserer Angelegenheit, das heißt in der Religion, das ist sehr wichtig, hier wird nicht gesprochen von weltlichen Dingen, in unserer Angelegenheit etwas einführt, etwas erfindet, so wird es von ihm abgelehnt, nicht akzeptiert. Und in einer anderen Überlieferung, diese Überlieferung wurde gerade von Aisha überliefert, und in einer anderen Überlieferung von Aisha: Man amila amalan laysa li amruna fahuwa rat. Wer eine Tat begeht, für die es von uns keinen Befehl gibt, so wird sie von ihm abgelehnt werden. Und hieraus leiten die Gelehrten ab, die zwei grundlegenden Bedingungen dafür ab, dass deine Ibadah akzeptiert wird. Die erste Bedingung ist Ikhlasulillah, dass man es mit reiner Absicht, mit Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala macht. Mit reiner Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala macht. Allah sagt in einem heiligen Hadith: Ana arna shuraka an shirk. Man amila amalan ashraka fi ma'i ghayri taraktu wa shirkahu. Ich bin erhaben darüber, Partner zu haben in der Ibadah. Wer eine Tat begeht und gesellt mir dabei jemanden bei, so verlasse ich ihn und seinen Schirk. Und der Prophet a.s. sagte: Akhwafu ma akhafu ala ummati ash-shirkul asghar. Das, was ich am meisten für meine Umma fürchte, ist der kleine Schirk. Da fragen die Sahaba, was ist das? Da sagt er: Riya, die Augendienerei. Zum Beispiel, jemand betet und dann verschönert er das Gebet, weil er merkt, er wird beobachtet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns beachten. Das ist die erste Bedingung. Die zweite Bedingung ist Mutaba'a. Oder muwafaqa li sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Dass man damit der Sunna des Propheten alaihi salatu wasallam übereinstimmt. Und diese zwei Grundlagen findet man in der Shahada wieder. Im Glaubensbekenntnis. Denn im Glaubensbekenntnis sagen wir: Ashhadu an la ilaha illallah. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. La ma'buda bihaqqin illallah.
Niemand wird mit Recht angebetet außer Allah. Das ist was? Ikhlas. Wie in Surah 98, Vers 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ دِينَ حُنَفَى. Und ihnen wurde nichts anderes befohlen, als Allah aufrichtig in der Religion alleine zu dienen. Und die zweite ist, die zweite Bedingung ist, أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولَهُ. Ich bezeuge, dass Muhammad, a.s.w., der Gesandte Allahs ist. Und dies beinhaltet nicht nur, dass man an das glaubt, was er gebracht hat, dass man das, was er geboten hat, als geboten und befohlen akzeptiert, dass man das, was er verboten hat, als verboten akzeptiert, sondern beinhaltet auch, dass man Allah nur so anbetet, wie er es legisliert hat. Dass man ihn nur so anbietet, wie er es legisliert hat. Allah sagt im Koran, Kul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, so wird euch Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Ganz klare Aussage. So. Dann sagte der Prophet alayhi salatu wasalam in einem Hadith, فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَّرَ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Wer von euch lebt, wird viele Meinungsverschiedenheiten sehen. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةُ الْخُلَفَى الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ عَدُّوا عَلَيَّ بِالنَّوَاجِذِ. So, also er wird viele Meinungsverschiedenheiten sehen. So haltet euch an meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten Kalifen. Wer sind die? Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali, radiallahu anhum, ajma'in. Haltet euch daran. Dann sagte der Prophet, alayhi salatu wasalam, Sataftariku hadhi al-um. Und dann sagt er danach, Entschuldigung, im selben Hadith, wa'iyyakum, wa'iyyakum wa muhtathati al-umur. Es gibt iyyakum, euch alleine. Und wenn ich sage wa'iyyakum, das heißt, wehe euch. Zum Beispiel, iyyaka na'budu, heißt, dir alleine dienen wir. Ja? Wenn ich aber sage wa'iyyak, heißt, hüte dich. وَأَيَّكُمْ oder وَأَيَّكُمْ وَأَيَّكُمْ وَمُحْتَثَاتِ الْأُمُورِ. Und hütet euch vor den erfundenen Dingen. Denn jede erfundene Sache ist eine Bid'ah. Das heißt, er stellt dir was gegenüber in dem Hadith? Er stellt gegenüber einmal seine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten Kalifen. Und auf der anderen Seite stellt er was gegenüber? Er stellt gegenüber die erfundenen Dinge. Ganz wichtig. Dann sagte der Prophet alayhi salatu wasalam, Sataftariku hadhi al-umma ala 73 firqatin kulluha fi nari illa wahida. Diese Umma wird in 73 Gruppen spalten, alle sind im Feuer außer einer. Da sagen die Sahaba, wer ist diese Gruppe? Da sagte er, ma'ana alayhi al-yawma wa ashabi. Die, die auf dem sind, auf dem fußen, auf dem Weg gehen, wie ich und meine Gefährten. Ganz klare Aussage. Das heißt, wir haben so viele Hadithe, die uns davor warnen, die Religion zu verändern. Sei es in der Akida, in der Glaubenslehre, oder sei es in den Taten. Denn der eine Hadith, den wir eben genannt haben, was sagt Aisha dort, beziehungsweise was sagt der Prophet dort, was überliefert Aisha, radiallahu anha, man amila amalan, wer eine Tat begeht, für die es von uns keinen Befehl gibt, so wird sie abgelehnt. Und die Tat kann ein Befehl des Wujub sein, der Verpflichtung. Wenn du es tust, wirst du belohnt. Wenn du es unterlässt, verdienst du Bestrafung. Oder ein Befehl des Istihbab sein. Istihbab bedeutet, wenn du es tust, wirst du belohnt. Wenn du es nicht tust, kriegst du keine Sünden aufgeschrieben. Wer etwas anderes macht, ist was? Die wird abgelehnt, aber nicht nur abgelehnt, sondern er begeht damit eine Sünde. So viele Hadithe und jedes Mal in Jumu'ah-Gebet. Was heißt das für uns? Was müssen wir als Muslime uns dann sagen? Wir müssen uns sagen, das ist wirklich eine gefährliche Angelegenheit, vor der wir uns hüten müssen.
Dies ist wirklich eine gefährliche Angelegenheit, vor der wir uns hüten müssen. Wir dürfen die Religion nicht verändern in ihren Aqaid, in ihren Glaubenslehren und in den Taten. Wenn wir eine Tat begehen, dann begehen wir sie so, wie der Prophet a.s.w. es gemacht hat. Ich rede von religiöser Tat. Nicht, dass die Worte verdreht werden, wie von den Medien. Die bösen Salafisten, wie gesagt, diesen Begriff, den haben wir schon tausendmal gesagt, akzeptieren wir sowieso nicht, weil wir akzeptieren nicht die Definition von anderen Leuten, die etwas definieren, was mit unserer Definition nicht übereinstimmt. Die wollen so leben wie vor 1400 Jahren. Und dann wollen sie uns als Vollidioten darstellen, die das Kamel in der Garage stehen haben. Ja? Wie vor 1400 Jahren. Oder die statt dem Handy Rauchzeichen benutzen. Ja? So. Im Garten haben die einen Ofen, dann machen die Rauchzeichen mit dem Nachbarn aus dem anderen Dorf. Ist nur ein Problem, wenn der Wind zu verweht, weil in Deutschland regnet es ja oft. Deswegen bringt Rauchzeichen nicht so viel. So wollen sie uns dann darstellen. Nein, es geht um die Religion. Es geht um Erneuerungen in der Religion. Und nicht um Erneuerungen in weltlichen Sachen. Dass wir jetzt demnächst das... Weil ich höre diesen Quatsch jedes Mal. Ja, dann sind dann irgendwelche Islamhasser am Schreiben. Ja, schau dir diesen Scharlatan an. Ihr redet davon, sie wollen leben wie vor 1400 Jahren. Warum hast du denn Adidas an? Warum hast du denn Puma an? Ja. Das zeigt halt einfach, dass du keine Ahnung hast, wovon du überhaupt redest. Aber deswegen müssen wir das halt immer wieder wiederholen und immer wieder betonen. Aber zur selben Zeit ist das eine gewaltige, wichtige Sache, dass wir immer versuchen, die Religion reinzuhalten. Nochmal, worin? In unseren Taten, in unseren Ibadat und in unseren Aqaid, in unseren gottesdienstlichen Taten oder in unseren Glaubenslehren, in unseren Glaubensinhalten. Und wo ist der Beweis dafür im Koran? Ein ganz wichtiger Beweis im Koran ist, was mit den Gemeinschaften vor uns passiert ist. Was ist mit Ahlul Kitab passiert? Warum sind Ahlul Kitab in die Irre gegangen? Warum? Weil sie ihre Religion verändert haben. Weil sie ihre Glaubenslehre verändert haben. Das klassischste Beispiel haben wir vor unseren Haustüren liegen. Aus einem Propheten wird ein Sohn Gottes, wird ein Gott, wird Gott, der für die Sünden der Menschen stirbt. Schau dir das an, wie weit der Schaitan es gebracht hat. Du hast dort eine reine Botschaft von einem reinen Propheten, der Jünger, praktisch Sahaba hatte, Ansar hatte. Und in wenigen Jahrhunderten wird daraus so ein Brei gemacht, der mit der ursprünglichen Botschaft von Isa a.s. nichts mehr zu tun hat. Und der Prophet a.s. sagte, لَتَّتَّبِعُنَّ السُنَّنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Schibren bi Schibren. Ihr werdet den Sunnen von denen vor euch, den Wegen von denen vor euch folgen. Handspanne für Handspanne, Elle für Elle. Selbst wenn einer von ihnen in das Loch von einer Eidechse reingehen würde, so würde die ihm folgen. Da sagte die Sahaba, meinst du die Juden und die Christen? Da sagte er, Femen, wer sonst? Und um in das Loch einer Eidechse zu gehen, ist anders als in die Höhle von einem Löwen reinzugehen. Oder sagen wir in die Höhle von einem Bär oder irgendwas. Weil in die Höhle von einem Bär musst du dich nicht verändern. Um in die Höhle von einer Eidechse reinzugehen, das Loch einer Eidechse reinzugehen, musst du deine Natur verändern. Musst du dich verändern. Und das ist die Veränderung der Religion. Dass man die Religion verändert. Und das ist etwas, was vor unseren Augen passiert. Und deswegen, wenn wir diese ganzen Warnungen haben aus der Sunna, wenn wir diese ganzen Warnungen direkt oder indirekt aus dem Koran haben, dann bedeutet das für uns, dass wir besonders vorsichtig sein müssen. Und dann bedeutet das für Leute, die diese Worte hören und die bestimmten Gruppierungen angehören, indem es keine Warnungen gibt vor Bidda, dass sie sich wundern müssen. Wie kann es sein, dass der Prophet a.s.w. davor so intensiv gewarnt hat,
Aber wie kann es sein, dass praktisch in der entsprechenden Gruppe vor so etwas überhaupt gar nicht gewarnt wird? Denn dann wäre ja die Warnung des Propheten a.s.w. unnötig gewesen. Das heißt, dass der Prophet a.s.w. gewarnt hat und das gesagt hat. Und das, was vorher passiert ist, zeigt auch, dass es solche Dinge unter uns gibt. Und davor muss man warnen. Und hier finden wir auch die Lösung, wie wir auf den richtigen Weg kommen. Wie finden wir den richtigen Weg? Indem wir zurückkehren. Indem wir zurückkehren zu was? Zur Sunna des Propheten, a.s.w. Indem wir zurückkehren zu der Sunna der rechtgläubigen Kalifen. Indem wir schauen, wie haben die Sahaba des Propheten, a.s.w. das verstanden. Und so seht ihr, dass es verschiedene Gruppierungen gibt, die immer irgendeinen Guru haben. Ein bestimmter Guru, der hat dieses und jenes gebracht und dieses und jenes gesagt. Kein Wort darf bei dir mehr wert sein als das Wort Allahs. Kein Wort von einem Menschen darf bei dir einen größeren Wert haben als das Wort des Propheten Muhammad a.s.w. Denn Allah sagt im Koran, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Denn aber nein, bei deinem Herrn, sie werden nicht eher glauben, bis sie dich zum Richter machen in dem, was unter ihnen strittig ist. Deswegen möge Allah uns zu denjenigen machen, die die Sunna des Propheten a.s.w. folgen und diese Sunna verteidigen und vor der Bid'a warnen. أقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Die Frage ist, warum ist vielen das nicht so bewusst? Warum wird die Bid'a bei vielen Leuten verharmlost? Du sagst zum Beispiel zu jemandem, er macht eine bestimmte Tat, er dreht sich im Kreis und ist am bestimmte Geräusche von sich am Geben und nennt diese Geräusche Dhikr. Ja? Dann sagst du zu ihm, Bruder, hast du einen Beweis dafür, dass der Prophet a.s.w. das so gemacht hat? Dann sagt er, ich habe doch eine gute Nia, ich habe doch eine gute Absicht. Habe ich. Und was ist schlimm daran? Ich gedenke doch Allah. Dann sagen wir zu ihm, nein, die Art und Weise muss genauso sein, wie der Prophet a.s.w. es gebracht hat. Du kannst nicht einfach tanzen und sagen, ich gedenke Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, aber ich habe doch eine gute Nia. Die Ibadah, damit sie akzeptiert wird, hat zwei Bedingungen. Gute Nia und Mutaba'a, dem Propheten folgen. Das ist zum Beispiel, was Fudayl ibn Iyad gesagt hat. Dass die Tat, die akzeptiert wird, welche Tat ist, die mit Ikhlas gemacht wird und die mit Mutaba gemacht wird, mit Folgen gemacht wird. Es kann zum Beispiel sein, jemand hat Ikhlas, aber keine Mutaba. Was ist die Tat? Das ist, der macht zwar etwas, der will das für Allah machen, der fürchtet Allah, aber der macht das falsch, wird nicht akzeptiert. Denn der Hadith von Aisha sagt nicht, man amila amalan, la yukhlisu fihi la, fahuarat. Der Hadith von Aisha sagt nicht, wer eine Tat macht und darin nicht Allah gegenüber aufrichtig ist, so wird sie abgelehnt. Sie sagt, man amila amalan laysa li amruna fahurat. Wer eine Tat macht, für die es zu uns keinen Befehl gibt, so wird sie abgelehnt. Der Prophet a.s.w. sagt in dem Hadith nicht, wa iyakum wa riya, hütet euch vor Riya. Das sagt er in anderen Hadithen. Er sagt hier, iyakum wa muhtathat al-umur. Hütet euch vor den erfundenen Sachen. Das sind zwei verschiedene Paar Dinge.
Und hier wird so erzählt wie, ja, der hatte ja eine gute Absicht gehabt. Es kam einmal jemand zur Zeit des Propheten, er hat das Schlachttier geschlachtet vor dem Eidgebet. Und was hat der Prophet zu ihm gesagt? Hat er gesagt, du hast ja eine gute Absicht gehabt, dein Schlachttier ist akzeptiert? Nein. Er hat gesagt, das Schlachttier, was du geschlachtet hast, ist Fleisch. Aber ist kein Opfertier, das ist als Opfertier ungültig. Diese Tat ist ungültig, er hat es nicht gewusst, okay, der hat sich danach korrigiert. Aber was zeigt das? Das zeigt, die gute Absicht alleine reicht nicht. Der Prophet hat nicht zu ihm gesagt, ja okay, du hast eine gute Absicht gehabt, das reicht. Oh, ich habe eine gute Absicht, ich bete vor dem Gebet. Was ist, wenn du eine gute Absicht hast, aber du betest vor dem Eintritt der Gebetszeit? Weil du dich vertan hast. Du hast eine gute Absicht gehabt, dein Gebet ist ungültig. Du musst nochmal neu beten. Du hast eine gute Absicht gehabt, aber merkst, dir fällt nach dem Gebet ein, oh, ich habe Wudu vergessen. Ja, du hast eine gute Absicht gehabt, du musst noch ein Gebet nachholen. Gute Absicht alleine reicht nicht. Es muss dem Propheten a.s.w. gefolgt werden. Du kannst dich nicht im Kreis drehen und Geräusche von dir geben und sagen, das ist Dhikr. Weil der Prophet a.s.w. hat es so nicht gemacht, als Beispiel. Du musst es so machen, wie der Prophet a.s.w. es gezeigt hat. Ansonsten hätten die ganzen Hadithe, die sagen, hütet euch vor den erneuerten Sachen, gar keinen Sinn. Und so triffst du Leute, bei denen gibt es überhaupt gar keine Bidda. Bidda ist bei denen Fremdwort. Frag ihn mal. Der hat jede Woche ein anderes Fest. Eine Woche hat er ein Fest Isra und Miraj, die andere Woche hat er Fest von Geburt von dem und dem. Und dann hat er noch ein Fest und noch ein Fest. Was hat er alles für Feste? Und der Prophet a.s.w. überliefert im Bukhari, dass wir zwei Feste haben. Eid al-Adha und Eid al-Fitr. Was wird dadurch gemacht? Dadurch wird die Religion verändert. Genau wie bei den Christen. Der hat auf einmal ein Fest Weihnachten. Die wissen aber gar nicht, ob er da wirklich geboren wurde. Das steht gar nicht 100% fest. Subhanallah. Und das ist eine Sache, die ich auch, als ich zum Islam gekommen bin, die für mich sehr bemerkenswert gewesen ist, weil ich war jemand, ich habe den Islam angenommen durch Lektüre. Ich bin nicht zum Islam gekommen durch irgendeinen Muslim, der mich mit in die Moschee genommen hat, weil dann wäre ich ja automatisch direkt auf seinem Weg gewesen. Sondern ich habe einfach gelesen. Ich habe geschaut, okay, Koran, den habe ich dreimal gelesen, bevor ich den Islam überhaupt angenommen habe. Dann habe ich gelesen, oh, bei den Muslimen gibt es eine Lektüre, die heißt Sahih al-Bukhari, die wird als authentische Lektüre nach dem Koran gesehen. Habe ich mir das besorgt damals, die Zusammenfassung. Und so habe ich das, und dann habe ich gesehen, oh, ich habe hier Muslime um mich herum, aus der Türkei, aus Bosnien, aus Marokko, aus Tunesien. Dann bin ich noch kurze Zeit, nachdem ich Muslim geworden bin, nach Ägypten gefahren und habe gesehen, jeder macht was anderes. Und jeder erzählt was anderes. Natürlich in vielen Sachen stimmen sie überein, aber es gibt bestimmte Sachen, wo sie etwas anders machen. Natürlich heißt nicht immer, dass wenn jemand etwas anderes macht, dass zwangsläufig einer falsch liegt, weil es gibt auch Ikhtilaf Tanawwu. Das heißt, Ikhtilaf Tanawwu, dass der Prophet zum Beispiel bestimmte Sachen auf verschiedene Arten und Weisen gemacht hat. Oder da es einen Ikhtilaf Mu'tabar gibt, einen betrachtenswerten Ikhtilaf. Zum Beispiel ein Ikhtilaf Tanawwu ist zum Beispiel, ja, hebe ich die Hände hier hin oder hebe ich die hier hin. Es wird beides vom Propheten überliefert, bis zu den Ohren und bis zu den Schultern bei Takbiratul Ihram. Das ist zum Beispiel. Oder ein Ikhtilaf Mu'tabar, der betrachtenswert ist, ist zum Beispiel, gehe ich im Gebet zuerst auf die Knie oder gehe ich zuerst auf die Hände? Mache ich das zuerst so oder mache ich das zuerst so? Warum? Weil es geht um bestimmte Überlieferungen, wo sich die Gelehrten uneinig sind, welche Überlieferungen stärker sind, wie man die zusammenbringt. Imam Malik beispielsweise geht zuerst auf die Hände, weil der Hadith sagt, wer weißt du, Jud von euch macht, der soll nicht runtergehen wie Al-Ba'ir. Was ist Ba'ir? Das Kamel. Sondern er soll seine Hände vor seinen Knien setzen. Und manche sagen, diese Überlieferung Hände vor den Knien ist falsch, weil das Kamel geht ja erst
das Kamel geht ja erst vorne runter und dann hinten. Und wenn ich erst vorne runter gehe und dann hinten, dann gehe ich runter wie ein Kamel. Weil das Kamel geht erst vorne runter und dann hinten. Die anderen sagen aber, nein, das ist richtig, dieser Hadith, weil das Kamel hat ja seine Knie vorne und wenn es runter geht, geht es erst auf seine Knie. Das heißt, hier ist kein, hier gibt es keine Schwäche in diesem Hadith. Dann gibt es Sahaba, von denen wird überliefert, dass sie zuerst auf die Hände gegangen sind, wie Ibn Omar, und andere, von denen überliefert wird, dass sie zuerst auf die Knie gegangen sind, wie Ibn Mas'ud. So. Im Endeffekt, das Gebet ist so oder so gültig. Das sind keine Sachen, wo wir uns streiten müssen, wo wir sagen, der eine macht eine Bitte, aber der so runtergeht oder der andere so. Aber wenn ich ankomme mit neuen Festen, mit neuen Ibadat, mit anderer Art und Weise von wie ich Dhikr mache, wo ich tanze, Musik mache oder was auch immer, ist eine ganz klare Sache, dass das etwas ist, was streng verboten ist im Islam. Und hier muss man wirklich auch aufpassen. Und für mich war das, wie gesagt, im Anfangszeit immer sehr, sehr interessant gewesen. Der eine erzählt dies, der andere ist das. Und was habe ich zu dieser Zeit immer gemacht? Weil welche Lösung habe ich? Ich habe nicht irgendeinen Guru. Ja, ich wollte nicht irgendeiner Gruppe angehören. Ich wollte einfach Islam praktizieren. Ich wollte einfach Muslim sein. Mir ging es nicht darum, Türke zu sein oder Marokkaner zu werden. Ich will Muslim sein. Okay, du sagst mir das, du sagst mir das, du sagst mir das. Was mache ich jetzt? Und genau das habe ich gemacht, was in dem Hadith steht. Fa'alaikum bis sunnati wa sunnah khulafa ar-rashidin mahdin. Ich habe gesagt, okay, alle sagen von denen, Bukhari ist das authentischste Buch danach. Dann schaue ich immer, wenn ich sowas finde, gehe ich zu Bukhari zurück. Jetzt wird jemand sagen, ja Bruder, ist es nicht schwer, Hadithe richtig zu verstehen? Kann es nicht sein, dass man etwas falsch versteht? Die Antwort ist, es kann passieren. Erstmal, die Hadithe sind nicht schwer zu verstehen. In den meisten Fällen nicht. In manchen Fällen ja. Aber da kann man nachfragen und es gibt immer eine plausible Erklärung. Islam ist keine Zauberei, wo man irgendetwas total abstrakt ist oder total unverständlich ist. Gerade was unsere Taten angeht. Man kann das erklären. So wie ich das gerade erklärt habe mit den Hadithen, die schwer zu verstehen sind. Der eine Hadith sagt, der geht erst auf die Knie, der andere sagt, der geht zuerst auf die Hände. Und ich habe das gerade mit dem Kamel klar und deutlich erklärt. Ja? Aber im Grunde genommen, in den meisten Fällen ist es nicht schwer zu verstehen. Aber die andere Frage ist ja, welche Lösung hast du denn? Du hast nur diese Lösung. Und dann schaust du, was bestimmte Gelehrte dazu gesagt haben, große Gelehrte, wie sie die Hadithe zusammengebracht haben und forschst nach. Und das ist der wichtige Punkt. Denn was vielen Muslimen nicht bewusst ist, was ist die große Gefahr bei diesem ganzen Gequatsche von Bid'ah Hasana, gute Bid'ah? Der Prophet sagt, Kullu Bid'atin Dalala. Und du sagst, was heißt Kullu Bid'atin Dalala? Jede Bid'ah ist eine Irreführung. Und du sagst, nein. Ist nicht jede Bid'ah eine Irreführung, es gibt gute und schlechte. Die meisten sind gut, ach so. Der warnt davor, der Prophet warnt davor. Und du sagst, ja, musst du nicht so ernst nehmen, ist nicht so gefährlich ist das nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Die andere Sache ist, was behauptet man damit, wenn man mit einer Sache kommt in der Religion und sagt, das ist eine gute Bid'ah? Was behauptet man damit? Man behauptet entweder, die Religion wurde nicht vervollständigt. Denn Allah sagt im Koran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich eure Religion vervollständigt. Und du sagst, nee, können wir noch Sachen neu hinzufügen. Oder du sagst, der Prophet hat die Botschaft nicht verkündet. Aber Allah sagt in Sura 5, Vers 67, Ya ayyuhar Rasul, belligh ma unzila ilayka min rabbik, fa in lam taf'al fa ma balaghta risalat. O Gesandter, verkünde offen, was von deinem Herrn zu dir herabgesandt wurde und wenn du es nicht tust, hast du die Botschaft nicht verkündet. Wenn du es nicht tust, hast du die Botschaft nicht verkündet. Das heißt, wer behauptet, etwas in der Religion erfunden zu haben, was gut ist, was macht er? Er macht das, was Imam Malik sagt. Imam Malik, rahimullah, sagt, Man ibtada'a fil islami bidatan yara hasana, فَقَدْ زَعْمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ.
Wer in die Religion etwas hinein erfindet, also eine Bid'ah Hasana, und das als gut ansieht, der behauptet damit, dass der Prophet a.s.w. die Botschaft verraten hat. Denn Allah sagt im Koran, heute habe ich eure Religion vervollständigt. So ist das, was an jenem Tag nicht Religion war, Religion war. Erfindung in der Religion, sagt Imam Malik. Was an jenem Tag nicht Religion war, heute keine Religion. Das ist das, was Imam Malik, rahimallah, dazu sagt. Ganz wichtiger Punkt. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und hier muss man einfach schauen, wie die Sahaba das gehandhabt haben. Einmal hat jemand das Freitagsgebet geführt, ein Sahabi, hat das gesehen und der hat an der Minbar die Hände hochgehoben. Und das macht man nur bei Istisqa, beim Regengebet. Und dann sah ein anderer Sahabi das und sagte, Kabbahallahu tilkal yadayn. Möge Allah diese zwei Hände hässlich machen. Der Prophet hat nie im Gebet, in der Khutbah so gestanden, sondern ich habe ihn gesehen, wie er so gemacht hat. Das heißt, er hat also streng gesehen. Einmal ist Muawiyah mit Ibn Abbas oder mit Mu'ath ibn Jabal, ich glaube, Ibn Abbas war das, radiallahu anhuma, um die Kaaba gegangen und hat jeden Teil der Kaaba berührt. Da hat Ibn Abbas, ich meine, es war Ibn Abbas gewesen, auf jeden Fall ein anderes, habe ihn getadelt. Und hat gesagt, der Prophet a.s. hat nur Rukn Yamani berührt und Hajj al-Aswad. Dann sagt er, ist irgendwas an der Kaaba verlassen? Dann sagte er, Lakat kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Im Gesandten Allahs hattet ihr schon das beste Beispiel. Guck, guck! Der hat nicht gesagt, ja, ich habe ja eine gute Absicht, ich habe überall die Kaaba berührt. Er hat gesagt, ist irgendwas an der Kaaba, kann man irgendwas nicht berühren, ist irgendwas mahjur? Und dann sagte er ihm, ihr hattet dem Gesandten Allahs das beste Beispiel, was sagte er darauf? Du hast bestimmt, du hast recht, du hast die Wahrheit gesprochen. Das heißt, wenn der Prophet a.s.w. das nicht gemacht hat, dann mache ich das auch nicht. Denn wenn ich jeden Teil der Kaaba berühre, außer das, was der Prophet a.s.w. berührt hat, was sage ich dann damit? Dass der Prophet a.s.w. die Botschaft nicht vollständig verkündet hat. Dass es etwas gibt, womit ich mich Allah nähern kann, was der Prophet a.s.w. mir nicht verkündet hat. Ibn Mas'ud radiallahu anhu kam im Irak in eine Moschee. Abu Musa al-Ash'ari hat ihn dorthin gerufen. Und da saßen die Leute in einem Kreis und einer hat gesagt, Kebbiru mir, sag 100 Mal la ilaha illallah mit Steinen. Da kam Ibn Mas'ud dorthin und hat sie getadelt. Ihr hat gesagt, ihr seid entweder auf einer Religion, die rechtgeleiteter ist als die von Muhammad a.s.w. oder ihr öffnet eine Tür zum Bösen, O Camel Call. Dann sagen sie, oh Abu Abdurrahman, wir wollten nur Gutes. Gute Absicht. Dann sagte er, wie oft gibt es jemanden, der Gutes will und es nicht erreicht? Wie gesagt, man könnte noch so viel über dieses Thema reden, das sind nur einige Beispiele. Und diese ganzen Shubuhat, die dann kommen, ist wie, Umar al-Khattab hat gesagt, Ni'amal Bidda, was für eine schöne Bidda bei dem Tarawih-Gebet. Dann sagen wir, der Prophet a.s.w. hat schon in seiner Lebzeit einige Nächte das Tarawih-Gebet gebetet. Da kommen sie mit irgendwelchen Sachen, die von vornherein keine Bid'ah sind, wie Bücher. Das sind Hilfsmittel. Hilfsmittel. Das ist keine neue Ibadah. Eine Ibadah wäre, ich diene allein, indem ich die Seiten hin und her falte und sage, mache dabei Dhikr. Das wäre eine neue Ibadah. Es werden immer irgendwelche Sachen kommen, wo sie versuchen, irgendetwas rauszupicken. Aber jede dieser Sachen widerlegt ein Hadith. Kullu bidatin dalala. Möge Allah uns von der Bidda Abstand nehmen. Möge Allah uns zu denen machen, die dem Propheten a.s.w. folgen. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Allahumma izil islam al-muslimin wa akhthur al-shirk al-mushrikin wa dammi adda'aka adda'adin. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa razuqna tiba'a. Warina al-batila batu zuqna ishtinaba.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna al qawm al kafirin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisan muslimin. Subhanaka lahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim as-salam.